Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ein Christ, noch Christ, fast Muslim, ich weiß nicht genau, wie ich ihn bezeichnen soll, er befindet sich also noch in der Phase zu überlegen. Ich glaube aber, dass er die richtige Entscheidung inshallah treffen wird. Aber trotzdem möchte ich seine Frage wiederholen. Und das, was ich ihm dazu gesagt habe, beziehungsweise was ich allen Christen sagen möchte. Er fragte mich, okay, was ich gelesen habe über den Islam, das klingt verständlich, plausibel, vernünftig, gut. Aber dennoch, was ist, wenn ich mich jetzt für den Islam entscheide und dann doch der Wahrheit den Rücken zukehre? Wer gibt mir die Garantie, dass ich nicht doch der Wahrheit den Rücken zukehre? Denn ich habe Jesus geglaubt mein ganzes Leben und es ist ja doch so, dass ich doch jetzt ihm dann den Rücken zukehre. Wer sagt mir, dass dieser Weg nicht falsch ist, dass ich etwas Falsches mache? Nun, darauf habe ich ihm gesagt, wieso kehrst du Jesus dem Rücken zu? Du kehrst Paulus den Rücken zu, aber nicht Jesus. Ich glaube, das wichtigste Argument, was die Christen dann haben, weil das ist die Täuschung, liegt in der Feindesliebe, die Jesus gepredigt hat. Und genau das hat der Christ natürlich vorgebracht. Ja, aber Jesus predigte die Feindesliebe. Und der Prophet Mohammed a.s. hat ja seine Feinde nicht geliebt, er hat sie ja doch bekämpft mit dem Schwert und das ist eigentlich nicht so, wie Jesus gepredigt hat. Zunächst einmal ist im Alten Testament die Prophezeiung von dem Friedefürst. Bitte lest alle Prophezeiungen zu dem Friedefürst und dann erklärt mir, wie die Bibel sagen kann, da kommt der Friedefürst und er wird mit dem Schwert kämpfen. Der wird Tod und Pest vor sich hertragen. Und er wird die Feinde besiegen. Und seine Feinde werden Staub schlucken. Wie kann die Bibel dies prophezeien, wenn Jesus sagt, Feindesliebe? Widerspricht Jesus dem kompletten Alten Testament, der da sagt, ich bin nicht gekommen, auch nur ein Jota von Gottes Worten aufzulösen? Aber befände sich Jesus dann nicht im Widerspruch? Er predigt die Feindesliebe und die Bibel predigt den großen Friedefürsten, der seine Feinde den Staub schlucken lässt? Prophet Davud a.s. prophezeit, dass Gott sinngemäß seinen Herrn, von dem er prophezeit, von dem großen Propheten, der da kommt, dass Gott ihn zu seiner Rechten sitzen lassen wird und seine Feinde ihm zu Füßen werfen wird, zu Füßen legen wird, ihn siegreich machen wird. Er wird siegreich sein unter seinen Feinden. Seine Feinde werden Staub schlucken. Ihr müsst die Bibel lesen. Die Juden warteten auf einen kämpferischen Propheten, der sie befreit, der kämpft und die Feinde tötet. Deswegen konnten sie Jesus gar nicht annehmen, als er gesagt hat, ich bin der Messias, weil die Juden vermengen, der Prophet und Messias vermengen sie. Deswegen sagen sie, sie warten auf den Messias und schreiben ihm alle die Eigenschaften zu, des Kämpfers, des Befreiers, des Erlösers, des Schwertkämpfers. Wir Muslime wissen, dass das der Prophet Mohammed a.s. ist, der da prophezeit wurde. Aber wie kriegen wir jetzt die Christen, ja, in die Überzeugung, ja, Feindesliebe und der Prophet Mohammed a.s. hat die Feinde bekämpft und die Bibel mit ihrer Prophezeiung, der da kommt, wird die Feinde bekämpfen. Aber diejenigen, die Jesus glauben, sagen, nein, nein, nein. Jesus hat mit alledem aufgeräumt und es ist, gilt nur noch Liebe, Liebe, Feindesliebe, piep, piep und wir haben uns alle lieb. Das soll jetzt nicht erniedrigend rüberkommen. Es ist, um den Menschen die Augen zu öffnen. Schauen wir uns dazu Jesus an. Und ich wundere mich immer, wenn ich mit Christen rede und sage, schauen wir uns Jesus an, dann kommen sie aber im Römerbrief, im Galaterbrief und so weiter. Ja? Immer Paulus. Deswegen Jesus ja sagt, ich, der im Namen des Vaters gekommen bin, ihr nehmt mich nicht an. Ein anderer wird kommen in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Und es ist doch ganz klar, dass Paulus im eigenen Namen gekommen ist. Ja? Er hieß vorher Saulus, gab sich den Namen Paulus und kam im eigenen Auftrag. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, daran werdet ihr die Übeltäter erkennen.
die den falschen Propheten folgen. Er sagt es eindeutig, die Früchte der falschen Propheten. Es steht sogar im Evangelium als Überschrift. Die Früchte der falschen Propheten. Und wisst ihr, wie dieser Absatz endet? Weichet von mir, Übeltäter, denjenigen gegenüber ausgesprochen, die im Namen Jesu handeln. Übeltäter, nicht Heuchler. Und die üblen Taten sind nicht, dass sie Kranke heilen oder geheilt haben in ihrem Leben. Und die üblen Taten sind nicht, dass sie Teufel ausgetrieben haben. Sondern die üble Tat ist, und sie wird dreimal wiederholt, dass sie das in Jesu Namen getan haben. Dass sie also im Namen Jesu handeln. Das heißt, die Früchte des falschen Propheten wird man daran erkennen. Deswegen Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die schlechten Früchte offenbart er in diesem Vers oder in diesen Versen in der Bergpredigt Kapitel 7 in Matthäus, sind diejenigen, die im Namen Jesu handeln. Das heißt, diejenigen, die im Namen Jesu Teufel austreiben, sind Übeltäter. Denn er sagt in diesen Versen, sondern diejenigen kommen in das Himmelreich, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und es steht in Johannes, es steht in Lukas, überall nachlesbar, was ist der Wille des Vaters im Himmel, dass ihr ihn in Wahrheit anbetet. Dass ihr ihn im Geiste und in Wahrheit anbetet. Genau, was die Muslime tun. In Wahrheit tatsächlich, sichtbar, manifestierend und im Geiste, im Herzen. Aber auch sichtbar. Und nicht nur irgendwo sich in die Ecke hinsetzen, Augen zumachen und sagen, ich bete. Sondern in Wahrheit und im Geiste. Wir haben das im Islam, Muslimun und Muminun. Beides. Vom Inneren und vom Äußeren. Von der inneren Überzeugung und von der Handlung heißt dies. So, wie kommen wir jetzt dazu, den Christen zu sagen, wo ist euer Problem mit der Feindesliebe? Schaut euch doch Jesus an und nicht Paulus. Wie war Jesus? Er hat gepredigt, ihr, und er spricht zu den Menschen, zu denen er gesandt ist. Und er sagt immer ganz deutlich, zu wem er gesandt ist. Zu den Kindern Israels. Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Das sind alle die Juden, die den wahren Weg verlassen haben. Zu denen ist er gesandt. Und er sagt, geht nicht zu den Nichtjuden, geht nicht zu den Heiden, geht nicht zu den Samaritanern. Er sagt dies als klares Befehl. Er sagt, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So wie der Vater ihn also gesandt hat, ihn, Jesus, zu den Kindern Israels, so sendet er auch seine Jünger nur dorthin und befiehlt ihnen, nirgendwo anders hinzugehen, weil auch Gott ihm keinen anderen Befehl gegeben hat, als nur zu diesem Volk zu gehen. Das ist seine Mission und das macht er unmissverständlich klar. Nun kommen wir aber zu dem Thema Feindesliebe. Feindesliebe. Jesus sagt, liebet also eure Feinde und sagt das dem Volk, zu dem er gesandt ist. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Es ist euch geboten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Ja? Wenn euch einer auf die Wange, auf die rechte haltet, die linke hin, oder die linke haltet, die rechte hin. Ja? So. Das heißt, wenn euch jemand schlägt, demütigt euch. Was meint Jesus damit? Das kann man doch nur erfahren, wenn man im Evangelium nachsieht, wie er weiter gehandelt hat. Denn er ist doch Vorbild. Und sie eifern ihm doch nach. Also was hat er getan, damit er auch diese Worte, die er dargelegt hat, auch praktiziert, indem er ihnen das Beispiel vorlebt? Nun schauen wir uns sein Beispiel an. Wie war sein Beispiel? Die Menschen, die an Gott glaubten oder von Gottes Weg abgekommen sind, aber zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gehörten, denen half er. Er half ihnen. Ja? Er ging dorthin. Da waren Blinde, die machte er sehend. Er heilte die Kranken, die Aussätzigen, er heilte Menschen. Und er ließ sich nicht davon abhalten. Zum Beispiel der Sabbat, der falsch verstanden wurde von den Juden. Die gute Tat ist wichtig, sie zu tun, Menschen zu helfen. Aber als die samaritanische Frau zu ihm kommt, mit ihrem Kind, verzweifelt, helfe meinem Kind, weil sie auch erfahren hat, dass er diese Heilkräfte hat, da sagt er nein. Er sagt schlicht und ergreifend nein, das tue ich nicht. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich werfe das Brot nicht vor die Hunde. Ich werfe die Botschaft, werfe ich nicht vor die Hunde. Nun fragt euch, ist das Nächstenliebe? Ein Mensch kommt auf euch zu und sagt, bitte helf mir. Und ihr sagt, nee, vor die Hunde werfe ich das Brot mal nicht. Und bis die Frau sich demütigt und winselt und sagt, dann nehme ich halt die Krümel. Bitte. Vor allen sich demütigt, dass den Jüngern es schon peinlich wird, um sich die Situation auch mal zu vergegenwärtigen, vor dem Auge. Ja? Nicht immer so abstrahieren, vergegenwärtigt euch das. Die Jünger stehen da, Jesus steht da, die Frau kommt zu ihm, demütigt, wirft sich vor ihm. Ist eine peinliche Situation. Ist eine unangenehme Situation.
Ja? Ah, dann helf ihr doch, dann gibt sie Ruhe. Ja? Ist peinlich, ist unangenehm. Doch Jesus sagt nein, wiederholt es. Nein. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, ich helfe ihr nicht. Ich helfe den anderen, die Leid haben, zu denen ich gesandt bin, aber ihr helfe ich nicht. Dann schließlich winselt sie. Und Jesus hilft ihr doch und sagt, was hat sie gerettet? Der Glaube. Dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, erstens ist er nicht allwissend. Er wusste nicht, dass er vor sich eine Gläubige hat. Sie musste ihm das erst zeigen. Wenn er Gott der Allmächtige wäre, hätte er es von vornherein gewusst und ihr gleich geholfen. Aber er wusste es nicht. Denn Gott erlaubt den Gesandten nur das zu wissen, was Gott erlaubt. Deswegen Jesus ja sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Ja, mein Urteil ist nur recht, weil ich auf das höre, was mir gesagt wird. Nur dann. Das heißt nichts anderes, als wenn es ihm nicht gesagt wird, kann er genauso ungerecht sein. In dem Moment handelt er, Jesus, der Mensch, der von Gott nicht hört. Denn bekam er nicht jede Sekunde Offenbarungen. Deswegen ja Jesus auch sagt, von der Stunde weiß niemand, nur Gott allein. Das hat er nicht gehört, hat man ihm nicht gesagt. Hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht gesagt. Das heißt, Gott gestattet die Propheten nur das zu wissen, was er ihnen gestattet zu wissen. Und in dem Moment weiß er nicht, dass die Frau gläubig ist. Und dementsprechend beruft er sich, weil er keine andere Anweisung hat, auf seine Mission. Nee, das kann ich nicht machen. Ich bin nur gesandt zum verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist meine Mission und diese werde ich nicht übertreten. Denn ich bin Gottes Diener. Ich bin der Gesandte Gottes und ich handle in seinem Auftrag. In keinem anderen Auftrag. Hier interessiert keine Nächstenliebe, interessiert gar nichts. Das geht gegen meinen Auftrag, also mache ich es nicht. Dann aber zeigt sie, dass sie gläubig ist und er hilft ihr. Was können wir daraus lernen? Wir können daraus lernen, erstens, dass Jesus nur so handelte gemäß Gottes Auftrag. Zweitens, dass die Nächstenliebe nicht das oberste Gebot ist, was er ja auch sagt, sondern die Liebe zu Gott. Und drittens, der Glaube hat sie dann gerettet. Und er hat ihr dann doch geholfen. Ein weiteres Beispiel, damit wir verstehen, was mit Feindesliebe gemeint ist. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Jesus sagt, sie hätten die Schrift entstellt, beziehungsweise sie würden das predigen, was sie selber nicht tun. Nun sind das seine, wenn das seine persönlichen Feinde wären, was hat er gelehrt? Feindesliebe. Liebt eure Feinde, haltet auch die andere Wange hin. Hält er die andere Wange hin? Ihr Ottersbrut, ihr Schlangen. Ja? Er beleidigt sie aufs Schärfste. Die schlimmsten Beleidigungen zu dieser Zeit. Schlangenbrut, Ottersbrut. Ja? Das heißt Geburt des Satans. Schlange als Zeichen des Bösen, des Teufels. Die schlimmste Beleidigung. Feindesliebe? Ist das Feindesliebe? Man muss die Feindesliebe begreifen. Oder als er in dem Tempel ist und da sind die Geldwechsler. Was macht Jesus? Geht er dorthin und hält die andere Wange hin, weil ihm das nicht passt, dass sie da ihre Stände ausgelegt haben? Geht er darüber hinweg? Sagt er, lasst sie machen? Ja, lasst sie doch machen. Habt eure Feinde lieb, ja? Die stehen da, die Geldwechsler, und haben da ihre Geschäfte und Handel im Gotteshaus. Lasst sie machen. Bittet sie höflich rauszugehen. Ja? In einer schönen Art, auf eine schöne Art und Weise. Geht da hin und sagt, ja, hallo, könntet ihr bitte rausgehen? Das gehört sich nicht. Wir wollen euch wirklich hier nicht vertreiben oder euch verletzen, aber das gehört sich nun wirklich nicht. Sagt Jesus das? Nein. Er geht da hin und was macht er? Er treibt sie gewaltsam raus. Er zerstört ihre Stände. Er wirft alles um und brüllt aus. Sinngemäß, ihr habt Gottes Tempel umgewandelt in eine Spielerhölle. Er ruft, er schreit, er brüllt. Und er treibt sie raus. Sie sind erschrocken. Die Szenerie wird beschrieben, dass alle drumherum erschrocken waren. Er war in dem Moment ein Löwe. Nicht der Sanftmütige, der sagt, ja, ja, Nächstenliebe, liebet eure Feinde. Nun, da er ein Vorbild ist und vorlebt, wie er seine Worte meint und wie die Worte gelebt werden müssen, wird daraus ganz klar. Als Jesus sagte, liebet eure Feinde, und er sprach die Juden an, da meinte er die Feinde der Juden aus ihrem alltäglichen Leben. Denn Jesus sagt, ich suche nicht meine Ehre.
Meine Ehre suche ich nicht. Ja? Aber ich suche die Ehre Gottes. Und er hält den Juden vor, und die Ehre, die für Gott allein ist, die sucht ihr nicht. Sondern ihr sucht nur die Ehre voneinander. Und so können wir jetzt die Feindesliebe verstehen. Deine persönlichen Feinde, die dir was antun, die dich beleidigen, die dir sagen, du Ochse, da sagst du nicht zurück, selber Ochse, sondern mit besseren Worten antwortest du. Deine Feinde, die dir auf die Wange schlagen, denen halte die andere Wange hin. Deine persönlichen Feinde, die meint Jesus mit Feindesliebe. Aber doch nicht Gottes Feinde. Jesus hat doch nicht geboten, den Teufel zu lieben. Jesus hat doch nicht geboten, diejenigen zu lieben, die sich gegen Gott stellen. Jesus sagt ganz klar, wenn ihr so werden wollt, wenn ihr so werden wollt in dieser einen Eigenschaft, dann schaut, euer Vater, euer Gott lässt auch die Sonne über seine Feinde hochgehen, aufgehen. Was heißt das? Es sind trotzdem Gottes Feinde. Aber er lässt die Sonne aufgehen. Aber das heißt nicht, dass es Gottes Lieblinge sind, sondern es sind dennoch Gottes Feinde. Aber Gott geht darüber hinweg, über seine Feinde. So sollen wir über unsere Feinde genauso sein, um das Ideal zu erreichen. Das heißt, er sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen zu erfüllen. Euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Was wollte er damit sagen? Ist jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn doch aufgehoben, wenn er doch zuvor, einen Vers zuvor sagt, ich löse nicht auf, löst er jetzt doch Auge um Auge, Zahn um Zahn auf? Das wäre ein Widerspruch in kurzem Zeitabstand. Ich löse nichts auf, aber Auge um Auge, Zahn um Zahn löse ich auf. Ja? Ich bin nicht gekommen, die Gesetze der Propheten aufzulösen. Ja, dazu gehört die Gerechtigkeit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, aber das löse ich auf. Das ist ein Widerspruch. Meint er das? Nein. Dazu müssen wir begreifen und verstehen, was die Propheten getan haben. Wenn da hieß, Auge um Auge, Zahn um Zahn, geht es um deine persönlichen Interessen? Hat Moses für seine persönlichen Interessen gekämpft oder hat er gekämpft für die Ehre Gottes? Auge um Auge, Zahn um Zahn gilt in einem Krieg für die Ehre Gottes, nicht für deine persönliche. Für deine persönliche sollst du zurücknehmen. Für deine persönliche sollst du dich zurückziehen. Für deine persönlichen sollst du nicht angreifen. Sollst du nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist nicht dein Gesetz, sondern das sollst du tun für diejenigen, die Gottes Feinde sind. Und so hat Jesus ihn vergolten. So wie sie ihre Stände aufgestellt haben und den Tempel umgewandelt haben in eine Spielerhölle, wie er sagt, so hat er ihnen diese Dinge um die Ohren geworfen. Weil dies ist eine Entwürdigung der Ehre Gottes, so hat er sie entwürdigt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist damit gemeint. Und der Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, er hat nicht seine Ehre gesucht. Wir haben unzählige Hadiths. Wir haben unzählige Hadiths. Zum Beispiel, der Prophet Muhammad alayhi salatu salam war am Beten und man hat ihm die Innereien von einer Kamelkuh über ihn geworfen. Schlimmste Demütigung. Ist er aufgestanden und hat den Leuten irgendetwas angetan? Oder hat ihnen auch eine Kamelkuh über den Kopf gezogen, wenn sie alleine waren, einer von denen, um sich zu rächen? Nein, hat er nicht. Warum? Es ging um ihn. Es war ein Angriff gegen ihn. Aber wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala oder die Botschaft angriffen, wenn sie die Ehre Gottes angriffen, dann galt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir werden es euch vergelten, im Auftrag fissabilillah, im Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was Jesus meint. Er meint mit Feindesliebe eure persönlichen Feinde, nicht Gottes Feinde. Er hat nicht gesagt, liebet den Teufel, denn der Teufel ist Feind Gottes. Und wenn er das so gemeint hätte, dann hätte er euch gepredigt, liebet den Teufel, weil liebet eure Feinde. So ist auch der Teufel euer Feind. Aber eben auch der Feind Gottes. Und ihr sollt nicht die Feinde Gottes lieben. Er gebot also nicht, Gottes Feinde zu lieben. Er gebot dies nicht. Er hat gezeigt, wie man mit Gottes Feinden umgeht. Ihnen es zu vergelten. Er hat den Pharisäern keinen Millimeter gegönnt. Sondern hat ihnen direkt gesagt, ihr Ottersbrut. So wie sie Gottes Wort entstellt haben. Oder so wie sie das gebieten, was sie selber nicht einhalten. Und damit Gottes Ehre angreifen. So hat er ihre Ehre angegriffen. Das ist das oberste Gebot von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das, was Nabi Muhammad alayhi salatu salam uns gebracht hat. Ja? Und es steht auch im Heiligen Koran. Es steht im Heiligen Koran ganz deutlich drin. Wenn du einen Feind hast, begegne ihm
das Schlechte, was er dir antut, sinngemäß mit dem Guten, mit dem Besten, und es wird dein Freund. Das ist die Angelegenheit von dir persönlich, wie du mit deinen persönlichen Feinden umzugehen hast. Aber mit Gottes Feinden, diejenigen, die Gottes Ehre angreifen, die kannst du nicht lieben. Niemals hat Jesus dieses gesagt. Denn wenn du die liebst, bist du wie sie. Denn wenn du sie liebst, die Feinde Gottes, bist du wie sie, dann teilst du ja die Feindschaft, die sie Gott gegenüber hegen. Nein, ihnen gegenüber im Herzen musst du wirklich sie nicht lieben. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann meint er nicht eine heuchlerische Liebe. Dann meint er nicht, das sind Gottes Feinde und ihr wisst, dass den Glauben verachtet ihr und ihr tun Schlechtes und greifen die Ehre Gottes an. Aber ihr hasst sie, aber äußerlich liebt ihr sie, so nach dem Motto, nur so als kleine Zweckmäßigkeit, um sie zu kassieren sozusagen. Nein! Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann meint er die persönlichen Feinde. Aber warum? Jetzt muss man weiter nachdenken. Warum denn? Warum sollst du deine persönlichen Feinde lieben? Wenn dir jemand sagt, du Idiot, und du zahlst es ihm nicht heim, dann hat der dir eine gute Tat beschert. Subhanallah. Dann hat er dir eine gute Tat beschert. Denn die Gerechtigkeit, die du dir nicht genommen hast, deinem Feind gegenüber, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir gewähren. Das heißt, du liebst deinen Feind. Du liebst ihn, deinen persönlichen Feind. Derjenige, der dich demütigt und du demütigst ihn nicht zurück, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich erhöhen. Liebe ihn für seine Demütigung. Er ist derjenige, der die Sühne bringt. Deswegen sagt Isa alayhi salam, seine Rede, die muss man tun. Und vor allen Dingen muss man klug sein. Man muss sie verstehen. Man muss sie begreifen. Jesus gebot also nicht, liebet Gottes Feinde, sondern eure persönlichen Feinde. Und es ist ganz klar erklärt. Er sagte nicht umsonst, nach mir wird in die ganze Wahrheit geleitet. Da werdet ihr das Gesamte verstehen. Dann werdet ihr begreifen. Das heißt, nicht, dass Isa a.s. nur eine halbe Wahrheit, aber die Botschaft ist noch nicht vollendet. Er sagt ganz deutlich, ich habe euch noch viel zu sagen, aber das könnt ihr noch nicht ertragen. Das heißt, in dem Zustand, in dem sie sich befanden, in dem Geistzustand, wie oft sagt er, oh ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich noch unter euch weilen? In diesem Zustand, in dem sie waren, in diesem Entwicklungszustand, waren sie noch nicht reif für die komplette Botschaft. Deswegen er sagt, wenn jener Geist der Wahrheit kommt, der wird euch dann in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich reden, sondern was er hört, wird er sagen. Er wird es von dem Meine nehmen und euch verkünden. Er wird es von dem Meine nehmen und euch verkünden. Ihr lest die Prophezeiung und lest sie doch nicht. Sie sollen doch den Wiedererkennungswert ermöglichen. Sie sollen doch genau diese Fragen der Christen beantworten. Wie kann ich ihn erkennen? Wie kann ich denjenigen erkennen, den Jesus prophezeit hat? Und deswegen ist seine Beschreibung diejenige, die die Christen nehmen müssen, um ihn zu erkennen, den Jesus meinte. Er wird nicht aus sich reden, sondern was er hört, wird er sagen. Das ist genau das Echo von 5. Buch Moses, wo Gott sagt, ich werde ihm seine Worte, meine Worte in den Mund legen. Und alles, was ich ihm gebieten werde, das wird er euch alle sagen. Nun müssen sich die Christen fragen, hat der Prophet Muhammad a.s. auch zu den Kindern Israels gesprochen? Im Namen und Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala die klare Antwort, ja. Ihr könnt im Koran lesen, die Kinder Israels werden angesprochen. Dann weiter, was sagt Jesus noch? Er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkünden, wobei er gleich präzisiert, wenn ich sage meine, alles was ich habe, das gehört Gott. Das heißt, er wird es von Gott nehmen. Ja, deswegen aber ich benenne sie als meine Botschaft, weil die Botschaft, die Gott mir gibt, ist meine Botschaft. Und derjenige, der kommt, wird es so von mir nehmen, somit von Gott. Was sagen die Mehrheit der Christen und der Juden? Der Prophet Muhammad a.s. hat abgeschrieben aus der Bibel und aus dem Evangelium. Und Jesus sagt, hallo, das ist ein Erkennungswert. Er wird es von dem Meine nehmen und euch verkünden. Erfüllt. Er wird nicht aus sich reden, sondern nur hört, was er wird nicht aus sich reden, sondern nur das hören, was er sagt. Was er sagt, ist nur das, was er hört. Das heißt, er ist ein Medium. Erfüllt. Das können wir im Koran sehen. Alleine schon durch den Befehl, sprich, sag, tu, handle so. Das heißt, er ist ein Medium. Dann kommt eine weitere Identifizierung. Er wird die Welt überführen über die Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Nabi Muhammad a.s. hält das genau der Welt vor, dass sie nicht an Jesus glauben. Im Heiligen Koran steht sinngemäß, Jesus sagte doch, dienet meinem und eurem Herrn. Er machte sich doch nicht zum Gott.
Er hat doch niemals gesagt, dass er Gott ist. Wir haben sogar im Heiligen Koran einen Dialog zwischen dem Allmächtigen Allah subhanahu wa ta'ala und dem Messias Isa a.s., in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihn befragt, hast du dich und deine Mutter als Götter den Menschen dargeboten und gepredigt, dass sie dich zum Gott nehmen? Und Isa a.s. verneint dieses. Und wenn wir das Evangelium lesen, hat er dies auch nie getan. Als ihn jemand nennt, guter Meister, da macht er klar, was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein, das heißt, nicht einmal gut sollst du ihn nennen. Er sagt, ich suche nicht Ehre von Menschen, fordert die Menschen aber auf, die Ehre Gottes zu suchen. Das ist kein Widerspruch, sondern weil er nicht Gott ist. Und in der Bergpredigt macht er es ganz klar, die Übeltäter sind diejenigen, die Früchte des falschen Propheten, die in seinem Namen handeln. Das heißt, wir haben doch die Wiedererkennung. Dann sagt er, derjenige, der nach mir kommt, wird die Welt überführen über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Was sagt Paulus? In der Ungerechtigkeit, die Jesus widerfahren ist, erfährt die Menschheit Gerechtigkeit, um seine Opfertodlüge aufrechtzuerhalten. Aber Jesus sagt, derjenige, der da kommt, der wird euch sagen, dass ich in Gerechtigkeit zum Vater gegangen bin. Frag einen Juden, ist Jesus in Gerechtigkeit gegangen? Der wird sagen, nie und nimmer. Der hängt am Holz, gemäß dem Alten Testament ist er damit verflucht und er wurde gekreuzigt, angeblich ohne eine Sünde begangen zu haben. Ja, er hat ja nichts begangen, er ist unschuldig. Was ist daran gerecht? Sag mir, was daran gerecht ist. Irgendeiner auf diesem Planeten möge doch bitte mal erklären, was daran gerecht ist. Ein Mensch, der die Sünde nicht kannte, wie Paulus sagte, wurde zur Sünde gemacht. Ein Mensch, der den Fluch nicht kannte, wurde zum Fluch gemacht, wo Gott sogar mit eigenen Worten im Alten Testament das bestätigt und Paulus sich selber darauf beruft und sagt, ja, das ist so, der ist zum Fluch geworden. Was bitteschön ist daran gerecht? Jesus sagt, der nach mir kommt, wird die Welt überführen. Wie kann ich die Welt überführen? Indem ich sie überführe über eine Lüge, an die sie glaubt. Indem ich ihr sage, das ist nicht falsch. Das ist falsch, was ihr da glaubt. Ich überführe euch jetzt. Das ist die Wahrheit. Und was ist die Gerechtigkeit, die der Prophet Mohammed a.s. der ganzen Welt gebracht hat, der Gerechtigkeit, in der Jesus gegangen ist? Er wurde gar nicht gekreuzigt. Diese Kreuzigung hat nicht stattgefunden. Er wurde errettet. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die man diesem Ereignis entnehmen kann. Sonst kann man nur Ungerechtigkeit, wie die Christen glauben, nur Ungerechtigkeit entnehmen. Deswegen sagt Jesus, er wird überführen, weil Jesus weiß, wie sie glauben werden. Sie werden glauben an diese Ungerechtigkeit. Aber der, der kommt, wird sie überführen, dass sie nicht an diese Ungerechtigkeit zu glauben haben, sondern an die Gerechtigkeit, dass Jesus gar nicht gekreuzigt wurde. Das ist der entscheidende Punkt, an dem man also seine Nachfolger identifizieren kann. Jesus sagt diese Prophezeiung nicht einfach nur so, damit irgendwelche Ausleger sich da was reinmogeln können. Sondern dieser, der da kommt, wird dadurch identifizierbar sein. Man wird seine Worte lesen und einen Vergleich anstellen und sagen, auf wen treffen diese Worte zu? Und man wird dann sagen, sie treffen ausschließlich und nur auf den Propheten Mohammed a.s. zu, wobei noch hinzukommt, dass im Aramäischen sogar der Name Paraklet, Hamda, Ahmed rekrutierbar ist, wie der heilige Koran es verkündet. Jesus sprach, nach mir wird kommen ein Gesandter, Ahmed. Subhanallah. Das heißt, sogar mit dem Namen spricht er ihn aus. Das ist die komplette Identifizierung. Es gibt noch mehr. Ja? Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn man zum Beispiel nehmen, er wird es von den Meinen nehmen und euch verkünden. Und die halbe Christ- und Judenwelt sagt, der Prophet Mohammed a.s. hat aus der Bibel und aus dem Evangelium abgeschrieben. Ja? Dann ist doch vollkommen klar. Dann ist doch vollkommen klar, dass sie ihn damit ja auch identifiziert haben. Und wir können es sogar ganz klar sehen. Zum Beispiel Jesus sagt im Evangelium, er sagt es im Auftrag Gottes, wenn du spendest, dann spende so, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Genau diesen Ausspruch finden wir im Heiligen Koran. Ehe geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Himmelreich geht. Ja, im Koran heißt es, Ehe geht. Übrigens, Kamel ist eine falsche Übersetzung. Es muss heißen, Ehe geht ein Seil durch ein Nadelöhr. Ehe geht ein Seil durch ein Nadelöhr, was die Unmöglichkeit unterstreicht, als dass ein Reicher in das Himmelreich geht. Das steht im Koran. Ehe geht ein Seil durch ein Nadelöhr, als dass ein Ungläubiger ins Himmelreich geht. Das heißt, wir sehen also, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkünden. Und wir sehen auch, dass selbst die Christen ein Problem haben mit dem Wort ein Reicher, denn die Christen sind größtenteils in dieser Welt reich. Das heißt, sie schießen sich damit selbst ein Eigentor, an diese Version zu glauben. Der Koran bringt die wahre Version. Ein Ungläubiger, das hat Jesus gesagt. Denn der Koran bestätigt
die Wahrheit. Und wenn das abweicht von dem, was sie in ihren Händen haben, dann müssen sie das nehmen, was der Koran sagt. Denn der Koran ist die einzige Wahrheit. Nachdem sie also die komplette Identifizierung vornehmen können, warum nehmen sie ihn nicht an? Nachdem sie doch sehen und begreifen, damit kehren sie Jesus nicht den Rücken, sondern folgen ihm. Sie folgen Isa a.s., der sogar den Kindern Israels Folgendes sagt, so jetzt sinngemäß, ja, die Dämonen, die Teufel ausgetrieben werden, so jetzt also Jesus gekommen ist, dies alles zu tun, so ist zu euch das Gottesreich gekommen. Und sagt im anderen Vers, dieses Gottesreich, das heißt also, das Kommen des Propheten Isa a.s. zu den Kindern Israels oder das Kommen der Propheten im Gesamten, das wird euch genommen, das wird euch genommen und den Nichtjuden gegeben. Und in Jesaja lest ihr, wer sind das? Die Kedar, Volk von Kedar, Arabien. Wie können sie das denn übersehen, dass zum Beispiel im Alten Testament in Jesaja steht, dass das Haus Gottes in Arabien sein wird? Und dass alle Völker Arabiens dieses Haus umgeben werden. Und dass Jakob im Alten Testament, Ayub a.s. im Alten Testament, einen Stein errichtet hat, diesen Bethel nennt. Und dieses nichts anderes heißt als Haus Gottes. Somit macht die Bibel klar, mein Haus muss ein Stein sein. Und siehe da, wir lesen im Alten Testament tatsächlich, dass Gott verkündet, dass er einen Stein, einen köstlichen Eckstein auslegen wird. Dass das Haus Gottes ist, umgeben von den Kindern Ismaels. Und noch deutlicher ist die Bibel. Sie werden ihre Schafe, ihre Böcke als angenehmes Opfer auf meinen Altar dorthin bringen, in Arabien. Wo geschieht denn dieses, dass die Kinder Ismaels das Haus Gottes umgeben und ihre Tieropfer zum Altar Gottes in Arabien bringen? Wo geschieht dieses, wenn nicht in Mekka? Das heißt, die Bibel hat durch ihre Prophezeiung für jeden Menschen den Leitfaden, zur Wahrheit zu kommen. Zum Propheten Mohammed a.s., ohne Gewissensbisse zu kommen, ohne Angst zu haben, dass sie dann der Wahrheit den Rücken zukehren, sondern im Gegenteil, die Wahrheit zu bestätigen, die vollendete Botschaft, wie Jesus sagte, die Wahrheit wird vollendet nach mir. Er macht es doch klar, sonst hätte Jesus doch sein Volk nicht in die Irre gehen lassen, hätte ihnen gesagt, da kommt niemand mehr. Die Botschaft ist vollendet, sie ist vollbracht, folgt mir und ihr kommt ins Himmelreich. Er sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, noch so viel, aber ihr könnt es noch nicht ertragen. Aber jener Geist der Wahrheit. Und in Johannes, erste Offenbarung, ja, erste Offenbarung, Johannes, Kapitel 4, gleich der erste Vers. Da ist Synonym Geist und Prophet. Glaubt nicht an jenem Geist, ja, es werden viele falsche Propheten kommen. Da steht Synonym Geist und Prophet. Das heißt, wenn Jesus sagt, Geist der Wahrheit, ist dieses Synonym zu setzen, so wie der Apostel Johannes es verstanden hat, mit Prophet der Wahrheit. Und der Apostel Johannes selber warnt vor Paulus. Er warnt eindeutig vor Paulus. Er sagt, sie sind bei uns geblieben. Sie sind bei uns geblieben zu Lebzeiten des Apostel Johannes. Aber sie sind bei uns gewesen. Entschuldigung, sie sind bei uns gewesen, aber sie sind nicht bei uns geblieben. Ja, und beschreibt jetzt den Antichristen. Wer war mit den Jüngern und hat sich von den Jüngern getrennt? Und dann wiederholt Johannes eine Aussage, die Paulus exakt macht und sagt, dies ist der Geist des Antichristen. Wer dann nicht glaubt, dass der Christus ins Fleisch gekommen ist, wer das nicht glaubt, das ist der Geist des Antichristen. Das heißt, diejenigen, die glauben, dass Gott ins Fleisch gekommen ist, das sind der Geist des Antichristen. Was sagt Paulus? So wie wir geglaubt haben, dass der Christus ins Fleisch gekommen ist, so bekennen wir das nicht mehr. Und Johannes, Apostel Johannes sagt, wer dies nicht bekennt, ist der Geist des Antichristen. Also ist Paulus der Geist des Antichristen und alle diejenigen, die daran glauben, dass nicht der Christus in das Fleisch gekommen ist, sondern Gott. Und das ist eben der Punkt. Wir Muslime, uns wird gesagt, wir würden nicht so glauben. Selbstverständlich glauben wir so. Im Heiligen Koran steht eindeutig, Isa a.s. ist der El-Messiah, ist der Messias, ist der Gesalbte und er ist ins Fleisch gekommen. Damit nicht der Geist des Antichristen. Aber diejenigen, die sagen, Gott ist in das Fleisch gekommen, die weichen davon ab. Denn Christus, was viele, viele, viele Christen, bitte setzt nicht so viel voraus, immer noch glauben und denken, weil sie davon von ihren Kirchen eingeschärft wurden. Christus heißt nicht Sohn Gottes. Christus ist griechisch, Christos, und steht für Messias, den Gesalbten, den Gereinigten. Und damit ist alles gesagt. Und man kann einfach nicht fehlgehen. Und im Folgen von Jesu Worten kommt man zur Wahrheit. Deswegen habe ich diesem Christ gesagt, fürchte dich nicht. Folge Mohammed a.s. und du folgst Jesu Botschaft. Folge Mohammed a.s. und du findest das Weg zum Heil, das Jesus verkündet hat. Denn Jesus sagte, der Nachbar wird in die ganze Wahrheit leiten. In die ganze Wahrheit. Und die ganze Wahrheit ist besser als eben die nicht ganze Wahrheit.
Deswegen ja auch immer die Rede ist von dem Haus mit dem fehlenden Stein. Die ganze Botschaft ist erforderlich. Und Muhammad a.s. sagt in einem Hadith, bezogen auf dieses Bild, sinngemäß, dass er genau dieser fehlende Stein ist, der das Haus vollendet. Und wenn dieser Stein fehlt, dann ist das Haus nicht vollendet und es ist nicht vollbracht. Die Botschaft ist nicht vollständig, das Siegel ist nicht runtergesetzt. Und das bedeutet, es ist so, wie Jesus sagt, das ist jemand, der sein Haus auf Sand baut. Deswegen, man muss Jesu Rede tun, seine Rede und keine andere. Und wer sie tut, dem vergleicht er mit einem klugen Mann. Und das impliziert, seinen Verstand einzusetzen. Nicht einfach die Worte oberflächlich zu lesen, aber auch nicht, indem man in die Worte so viel reininterpretiert, dass sie gar nicht mehr das darstellen, was Jesus gesagt hat. Wenn er in der Bergpredigt sagt, die Übeltäter sind diejenigen, die in seinem Namen handeln, spricht er nicht namens Christen an, weil er sagt nicht Heuchler, so wie er die Pharisäer genannt hat. Denn diejenigen, die das sagen, was sie nicht tun, sind Heuchler. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Christen an jenem Tag, die zu ihm kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen gehandelt, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt, viele Wunder, viele Taten getan. Dann hätte er zu ihnen gesagt, weichet von mir, ihr Heuchler. Ja, das würde dann bedeuten, ihr habt nicht das getan, was ihr sagt. Hättet ihr das getan, wäre es gut. Nein, er sagt, weichet von mir, Übeltäter. Was, bitteschön, ist eine üble Tat, Kranke zu heilen? Was ist eine üble Tat, den Teufel auszutreiben? Alle die Taten, die er dort erwähnt, sind keine Übeltat. Was sollen denn daran Übeltaten sein? Aber dreimal wiederholt er die Übeltat, damit jeder es versteht. Und dreimal ist kein Zufall in Beziehung auf die Trinität. In meinem Namen, in meinem Namen, in meinem Namen. Das heißt dann, und einen Vers davor oder zwei Verse davor sagt er, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel und nicht meinen, Jesu Willen. Ist doch eindeutig, es ist doch ganz klar und es ist glasklar und es lässt sich überhaupt nicht wegdiskutieren. Es sei denn, man entfernt sich von den Büchern, man entfernt sich von den Worten, man entfernt sich von den Prophezeiungen, man entfernt sich von den Zeichen, die Isa a.s. gegeben hat, um die Wahrheit zu erkennen. Man entfernt sich von der Erfüllung der Prophezeiung, man entfernt sich von der Wahrheit, man folgt der Lüge, man folgt der Illusion und da sagt Jesus, das sind diejenigen, die auf Sand gebaut haben. Damit, inshallah, hoffe ich, habe ich nochmal einen kompletten Zusammenfassung gegeben und lade jeden Christen dazu ein, diese Wahrheit zu erkennen. Denn das ist die einzige unumstößliche Wahrheit. Und inshallah, ya Rabbi alamin, werden viele, viele das begreifen. Und diejenigen, die es noch nicht begriffen haben, es auch begreifbar machen. Sodass eine wunderbare Kettenreaktion entsteht, so wie wir sie ja auch in Deutschland beobachten. Immer mehr Menschen erkennen die Wahrheit. Immer mehr Menschen sind kluge Menschen. Sie tun Jesu Rede und nehmen den Islam an. Lasst euch von der Propaganda nicht irreführen, denn das ist die einzige Waffe, die der Teufel hat, zu schreien, Propaganda, Propaganda, Lügen und nochmal Lügen, zu manipulieren und die Leute aufzuschrecken, damit sie nicht zur Wahrheit kommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, da ist eine wunderschöne Tür, ihr wollt durchgehen und jemand hält euch davon ab. Und jeden Schritt, den ihr macht, um dorthin zu gehen, setzt er sich euch in den Weg. Und wenn ihr eine andere Richtung nimmt, nimmt er die andere Richtung, bis ihr ihn wirklich greift, beim Schopfe an die Seite zieht und wegschubst. Dann könnt ihr durch die Tür gehen. Ihr müsst euch befreien von dem Bösen. Ihr müsst euch befreien von den Einflüsterungen. Ihr müsst euch befreien von diesem Bann der Lüge. Und dann, inshallah, werdet ihr zur Wahrheit kommen. Ihr müsst euch von diesen Beleidigungen gegen den Propheten Muhammad a.s. lösen. Denn sie sind Lüge. Ihr müsst die Wahrheit erkennen. Ihr müsst sie begreifen und verinnerlichen. Dann wird sich etwas in eurem Herzen tun. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Wie viele Menschen, die vorher dem Islam so feindselig gegenüberstanden, beim Gebet Tränen in den Augen haben, bei Erwähnung des Namens Propheten Muhammad a.s. Tränen in den Augen haben, sich wandeln, weichherzig, gutmütig werden und sagen, wie hartherzig war ich. Und dann erst begreifen, wenn im Koran steht, ihre Herzen sind härter, sinngemäß, als Stein. Denn es gibt Steine, die brechen auf und es quillt Wasser hervor. Dass also die Herzen sogar noch härter sind als Stein. Dann erst begreifen sie diese Botschaft, denn wo sie in der Irreführung waren, da meinten sie, sie wären gutherzig, da meinten sie, sie wären weichherzig, da meinten sie, sie wären liebende Menschen. Aber dann erst haben sie begriffen, dass sie hassende Menschen waren, dass sie den Erlöser der Menschheit gehasst haben und somit sich selbst. Wassalamu alaikum wa rahmatillah an alle meine lieben Brüder und Schwestern im Islam. Und den Christen wünsche ich Einsicht und Umkehr. Und inshallah wird dieses Video dazu beitragen, die Argumente zu überprüfen, nachzudenken, nochmal nachzulesen und in sich zu kehren und der Wahrheit, das Herz der Wahrheit zu öffnen.